Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser Einheit virtuelles Torwarttraining. Wir haben einen Versuchsballon gestartet gehabt mit dem Material der blauen Mauer und wir haben uns wieder mal in den Keller geschlichen, um in die Trainingstasche unseres jungen Torwarts zu schauen, um hier mal besonderes Material vorzustellen, womit wir wünschen, unserer Kanalabonnenten und Fans natürlich nachkommen. Daher heute ein paar Fußballschuhe. Ja, man kann es ganz eindeutig sehen. Schwarz-weiß Fußballschuhe, keine bunten Fußballschuhe aus Kunststoff, sondern die blaue Mauer bevorzugt Ledermodelle. Ledermodelle wie diese hier, möglichst einfach gehalten, haben ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die blaue Mauer hat hier keine Markenpräferenz, auch wenn man hier deutlich eine bestimmte Marke sieht. Der Schuh passt einfach. Er ist relativ schmal geschnitten und daher hat er eine entsprechende Wahl getroffen für dieses Modell. Dieses Modell hat jetzt aber auch eine Besonderheit, die wir euch nun vorstellen wollen. Diese Besonderheit kann man natürlich sofort erkennen, wenn man den Schuh mal herumdreht. Nämlich normalerweise besteht dieser Schuh nur aus diesen schwarzen Hartgumminocken. Deswegen ist es eine Nockensohle, die auf etwas tieferen Hartplätzen oder aber auch Kunstrasenplätzen sehr, sehr gerne getragen wird. Vor allem im Amateurfußball. Doch dieser Schuh ist für weiche und tiefe Rasenplätze umgebaut worden. Das kann man dann auch hier schön sehen, wenn man den Schuh sich mal näher betrachtet. Es fällt sofort auf, dass anstelle der schwarzen Nocken hier dann Aluminium bzw. Edelstahlmaterial verbaut ist und dieser Schuh damit zu einem Stollenschuh umgerüstet worden ist. Ja, diese sogenannte Mixsohle wird von sehr vielen Profis getragen. Es ist ein beliebtes Modell, um solche Mixsohlen anzufertigen und so ist auch dieser Eigenbau entstanden. Dabei sind die Gumminocken nach Wahl des Torhüters entfernt worden. Es wurden dann entsprechende Gewindeeinsätze der Firma verbaut, sowie dann hier Ulsport-Nocken Ulsport-Stollen, muss man ja schon sagen, entsprechend aufgesetzt, die sich hier aus Aluminium beziehungsweise einem magnesiumhaltigen Leichtmetall ja, haben einsetzen und, angeboten haben für diesen Einsatz. Das muss man definitiv einfach so sagen. Diese gibt es auch noch in anderer Form. Wir haben uns für die stumpfere und breitere Form entschieden, denn letztendlich es geht um Fußball und nicht um irgendwie Football, wo dann eine stärkere Kegelung dieser Stollen notwendig wäre für den entsprechenden Antritt. Ja, die Besonderheit nun hier ist jetzt ganz einfach zu erklären, dass wir insbesondere im vorderen Bereich hier diese Stolleneinsätze montiert haben, sodass unser Torwart, wenn er auf dem Vorderfuß steht, hier mit diesen vorderen Teilen, man sieht das auch sehr schön an der Krümmung des Schuhs, wenn man den mal so jetzt mal so in die Kamera dreht, dann sieht man so, wie unser Torwart so steht, dann sieht man, dass er hier auf diesem Vorderfußbereich hier steht, sodass diese Stollen sich am tiefsten in den Boden eingreifen und gerade beim Abdruck, wenn wir dann hier über den Schuh hier, über die Fußspitze jetzt wegdrücken müssen, sehen wir, dass diese Stollen leicht nach vorne gerichtet sind, um hier den optimalen Grip und damit den optimalen Halt auch bei schwierigem Geläuf zu bieten. Im hinteren Bereich sind zwar die langen Stollen montiert worden. Dies ist aber eher aus dem Prinzip geschehen, dass unsere Torleute bei schnellen Richtungswechseln eher wegrutschen, sodass hier beim Bremsen, wenn die Gewichtskraft nun nach hinten verlagert wird, sich diese Stollen jetzt tief in den Boden eingraben, um damit möglichst auch hier maximalen Halt beim Verzögern zu bieten, wenn das Gewicht nach hinten verlagert ist, um hier schnell zu bremsen und den Richtungswechsel wieder einzuleiten, wobei der Torwart dann auf dem vorderen Bereich steht. Ja, solche Mixsohlen haben einen großen Vorteil, denn der Bodendruck wird mit diesen Schuhen entsprechend vermindert. Das heißt, wir haben ja nicht diese Nocken weggenommen, genauso wie diese, sodass ein herkömmliches Stollenprofil entsteht, welches ja normalerweise nur aus vier vorderen Stollen sowie den zwei hinteren Stollen besteht, sondern wir haben hier immer noch die zusätzlichen Auflagepunkte der zusätzlichen Gumminocken. Das verhindert, dass der Schuh hier über diese wenigen Eingriffspunkte in gerade schwierigen Terrain weggleitet. Wir haben also hier zusätzliche Angriffs- und damit Traktionspunkte geschaffen, die gerade auf sehr schwierigen Geläuf optimal sind und vom Torwart sehr bevorzugt werden. Gerade bei den Amateurplätzen, wo der Boden sehr, sehr ausgetreten ist.
Der Schuh ist eine Sonderanfertigung für die Blaue Mauer, daher auch ein Namenslogo hier im Schuh eingeritzt, damit diese Schuhe nicht entwendet bzw. verwechselt werden können. Die Stollen sind mit einem herkömmlichen Gewinde in den Bodeneinsatz hineingeschraubt. Der Schuh ist selbst gefertigt. Das heißt, wir haben uns hier exakt an entsprechende Herstellervorgaben gehalten, um diesen Umbau vorzunehmen. Es gibt hier natürlich auch diverse Beschreibungen im Internet, um hier diesen Schuh nachzubauen. Dazu gibt es entsprechende Bauteile, wie die Gewindeeinsätze, die es von den entsprechenden Herstellern nachzukaufen gibt. Über entsprechende Serviceadressen kann man diese sich besorgen und dann hier die entsprechenden Gewinde einsetzen. Dazu wird der Gumminocken an der entsprechenden Stelle nach Wunsch des Torwarts oder des Spielers entfernt. Danach wird diese Ebene plan geschliffen. Es kommt dann zu einer Bohrung in der entsprechenden Größe, dass der Gewindeeinsatz eingepasst werden kann. Der Gewindeeinsatz wird erwärmt und damit in das Gummikunststoffmaterial, aus dem diese Grundsohle besteht, dann eingesetzt und damit fest in den Grundboden eingearbeitet. Die Unterlegscheibe hier ist nur dafür da, um die Last des eingeschraubten Stollens auf eine größere Oberfläche hier zu verteilen. Das macht den Tragekomfort nur etwas besser. Zudem reduziert es die Belastung auf die Kunststoffuntersohle, weswegen diese Unterlegscheiben hier zu verwenden sind. Man könnte sie auch ohne einsetzen, aber die Kunststoffunterlegscheiben hier sind einfach zu bevorzugen. Wir haben uns allerdings hier für die Metallausführung aus Aluminium entschieden. Diese ist ein wenig dünner und damit auch trotzdem gleich stabil wie die Kunststoffscheiben, die viele Hersteller hier anbieten. Wir haben uns daher auch nicht für die Aluminiumstollen des Herstellers vom Schuh entschieden, sondern haben uns hier für Stollen der Firma Ulsport entschieden, die hier einfach in das gleiche Gewinde eingesetzt worden sind und damit verschraubt worden sind. Sie haben, wie man hier schön sehen kann, keine übermäßige Länge. Man sieht, diese Stollen ragen nicht allzu weit über. Sie bieten nur einen ungefähr 2-3 mm stärkeren Eingriff in den Boden als die eigentlichen Nocken, sind aber durch ihre dünnere Fläche und ihre konische Form wesentlich aggressiver, was den Eingriff in den Boden bedeutet. Das heißt, die Druckkraft dieser Punkte ist damit wesentlich höher. Trotzdem haben wir eine verminderte Druckkraft, weil ja das Gewicht auf verschiedene Punkte dieses Schuhs übertragen wird, sodass wir auch hier auf Böden, die eigentlich mit Stollen nicht belastet werden dürfen, theoretisch spielen dürften. Wir haben es bisher noch nicht gemacht, denn es gibt keine Gründe, warum ein solcher Schuh auf zum Beispiel einem schwierigen Kunstrasen oder dergleichen unbedingt eingesetzt werden müsste. Aber man könnte es tun, dazu würden die Aluminiumstollen entfernt, was mit einem herkömmlichen Sechskantschlüssel für Sechskantschrauben hier sehr leicht geht und dann würden entsprechend kurze Kunststoffstollen ohne Metalleinsatz entsprechend verbaut werden, was einen Wechselaufwand von vielleicht 5 bis 10 Minuten bedeutet und der Schuh wäre geeignet, um damit auf einem Kunstrasen zu spielen. Das sehen natürlich die Platzbetreiber nicht unbedingt gerne, weil sie das immer noch für einen Stollenschuh halten, weil diese nicht verstehen, dass hier die Kraft, die Gewichtskraft nicht nur auf 4 vordere Stollen verteilt ist, sondern immer noch nach einem üblichen Nockenschuhprinzip auch auf die anderen Nocken mit übertragen bleibt, sodass dieser Schuh einen Kunstrasen nicht verletzt. Ja, das nun zum Thema Schuhe der Blauen Mauer. Man sieht, die Schuhe sind gepflegt, sie sind entsprechend gefettet, weil nur gepflegtes Material kann entsprechend seinen Zweck erfüllen. Und gerade beim Schuhwerk, welches entsprechend teuer ist und entsprechende Belastungen aussetzt, ist eine günstige Lederpflege natürlich mindestens zu empfehlen. Wir benutzen hier ein normales Lederfett, welches es in allen möglichen Schuhläden von verschiedensten Herstellern gibt. Wir benutzen hier ein farbloses Fett, weil Farbe ist nicht unbedingt notwendig. Wenn das Leder sich ein wenig entfärbt, so wird es allerhöchstens grau. Das ist aber auch nicht schlimm, denn gerade im Wachstum von Kindern werden diese Schuhe ja immer mal wieder gewechselt, sodass dann hier ein neuer Schuh her muss und dass diese grauen Stellen dann auch nicht mehr auffallen. Die meisten Schuhe fallen dann dadurch auf, dass diese Lasche hier, die man hier so ausklappen kann,
dann von den Spielern zum Teil bis über den Spann heruntergezogen wird, was eine entsprechende Verlängerung dieses Materials bedingt. Es ist ein typisches Markenzeichen dieser Schuhserie, die von vielen Fußballern geschätzt und gewürdigt wird, gerade wenn diese ein wenig im älteren Alter sind oder auch von Jüngeren, die eine entsprechende Lederware in einer neutralen Farbkombination bevorzugen. Wir können nur empfehlen, einen solchen Lederschuh einem Kunststoffschuh zu bevorzugen, denn wenn das Kunststoffmaterial einmal überanstrengt wird, so reißt es, bekommt Risse oder wird dünnwandig, hat sich gedehnt und fördert damit Blasenbildung sowie einen schlechten Sitz. Während ein solcher Schuh mit der entsprechenden Pflege hier im Bereich der Schuhhalterung exakt sitzt, perfekt an den Fuß sich anpasst und dank einer guten Lederpflege natürlich den Fuß nicht nur schützt, sondern natürlich auch den Schuh entsprechend langlebig macht. Das ist das, was wir zu diesem Thema euch vorstellen wollten. Und damit verabschieden wir uns dann auch wieder.